Herzlich willkommen zurück. Ich habe euch nicht vergessen, keine Sorge. Ich habe etwas mehr konsumiert in letzter Zeit als selber Content produziert. Hier gibt es wieder mehrere Updates in dem Video. Ja, meine Heilung ist doch noch ein sehr emotionaler Rollercoaster. Einen Tag geht's gut, einen Tag wieder gar nicht. Mehr dazu hier im Video, was ich dagegen mache. Ellie ist jetzt nach 2 Monaten Europareise wieder nach Hause. Das heißt, ich habe noch 3 Wochen alleine und dann fliege ich auch wieder nach Arizona. So ein bisschen was von den kleinen letzten Reisen werdet ihr hier auch noch sehen. Und danke fürs Treubleiben. Ich versuche jetzt wieder mehr Videos zu machen. Von Tag zu Tag besser an. Training macht wieder Spaß. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Und ja, ich freue mich einfach nur, dass ich jetzt schmerzfrei wieder loslegen kann. Viele haben mich gefragt, wie weit ich bin. Das kann ich noch nicht sagen, weiß ich selber noch nicht. Aber ich schaue von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch mal starten kann. Also, ich befinde mich zurzeit mit meinem Dad. Ging man morgens in seine Bowl. Entweder hier was nehmen oder ein paar Brombeeren, Heidelbeeren. Heidelbeeren sind schon fast aus. Ich habe noch eine gesehen. Forget I just talk slow. Yeah, I know you're mine. I need you. So I'll just talk slow. Yeah, I know you're mine. So I'll just talk slow. Wir sind heute hier am See und machen eine kleine Swim-Run-Break-Session. Heute ist auch Havelhammer. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich starte. Habe mich Anfang der Woche ganz gut gefühlt. Ein bisschen angetestet. Hinten raus ein bisschen schnell zu laufen. Ging eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber ich denke, es ist noch zu früh. Ich habe mich ein bisschen krank gefühlt auch. Und habe dann gesagt, okay, es soll wohl immer noch nicht sein. Ich denke zwar, dass ich den Titel hätte nochmal verteidigen können. Aber ja, okay. Hätte Fahrradkette. Ich habe mich jetzt angemeldet. Ironman Arizona. Das ist mein neues Ziel. Und es sind noch 18 Wochen. Das heißt, genug Zeit, um da richtig, richtig fit am Start zu stehen. Ich freue mich drauf. Und jetzt geht langsam die Vorbereitung dafür los. Und dann die letzten 14 Wochen richtig durchziehen. Heute zeige ich euch mal so ein kleines bisschen, was ich zurzeit mache, um meinen Rücken ein bisschen zu stabilisieren, den ganzen Bereich. Ich habe im LWK 4-5 meinen Bandscheibenvorfall, wie man es quasi im Umgangssprachlichen sagt, und Richtung linke Seite. Deshalb strömt der Schmerz meist hier in das ganze Bein aus. Das Bein ist manchmal taub und ich denke halt, es ist der Schmerz im Hüftbereich, was aber eigentlich alles aus der Wirbelsäule kommt. Deshalb ist es wichtig,
diesen Bereich hier hinten am Rücken zu stärken, den ganzen Apparat, alles, was hinten die Wirbelsäule stark hält, stark zu halten, nicht zu vernachlässigen. Und deshalb habe ich so ein paar Übungen, so eine kleine Routine, ein bisschen Stabi, wirklich mit Plankübung, vor allen Dingen viel im Stütz. Und ja, dann baue ich, versuche den Oberkörper ein kleines bisschen aufzubauen, ein bisschen hier die Wampe zu trainieren, um einfach den Rücken auch mit auszustärken, auszugleichen, dass beide Seiten das gut halten. Das ist wichtig. Dass ich ganz hoch gehe und den kleinen unten hier, um wirklich das komplette Paket zu trainieren. Dann gehe ich auch gern links und rechts für euch, beziehungsweise rechts und links für mich, um die Seite was mit zu trainieren. Das hält den ganzen Bereich halt einfach auch noch mit besser. Ist also quasi sehr, sehr generell gehalten und ziemlich einfach. Dafür mache ich die Routine, versuche ich die jeden Tag zu machen. Montag und Freitag ist ein bisschen ausführlicheres Kraftprogramm. Noch ein bisschen Brust und die Schwimmmuskeln mit trainieren. Und auch die Beine mit ein bisschen mehr Kniebeuge und Gewicht. Aber das, die kleine Routine hier, inklusive meines schönen Zugseils, versuche ich jeden Tag zu machen. Also erstmal die Zugseilübung. Der Klassiker quasi, den man auch gern beim Triathlon zum Warmmachen nimmt. Und auch wichtig, im Wasser versucht man ja gerade einzutauchen, dann schön Druck aufzubauen, hohen Ellbogen, und dann die Linie zu halten und das hinten durchzudrücken. Und das kann man hiermit sehr, sehr gut üben. Kleine Übung für die Pause. Ist das hier noch, um den Trizeps ein kleines bisschen zu trainieren und diesen Druck hinten noch zu üben. Ich würde sagen, ihr fangt an mit 3x40 und arbeitet euch hoch zu 3x100. Ich bin jetzt zurzeit bei 3x60, dem normalen Durchgang, also so hier. Und die kurzen Sachen, dann mache ich 20 quasi als Pause. Und so könnt ihr noch mal ein bisschen schwimmspezifische Kraft aufbauen. Und ja, finde ich sehr, sehr hilfreich, auch als Warm-up. Noch eine schöne Sache ist, wo mich jetzt immer mal welche gefragt haben, ey Flo, Schienbeinkante und so weiter. Da hat mir ein Physio in Südafrika, schöne Grüße an der Stelle, falls du zuguckst, eine schöne Übung gezeigt. Und zwar nach dem Training setzt ihr euch hin, nimmt ein Bein hoch, und dann geht ihr hier rein, in diesen Muskel hier, weil hier die Pfade ist aufgebaut, hat er mir gesagt, ziemlich doof. Und zwar sind die Muskeln hier, die man direkt, wo man direkt rankommt, aber hier hinter ist ein Muskel, der quasi sich komplett durchzieht durchs Bein. An den kommt man nicht wirklich ran, aber hier, wenn man hier lang muss, verhärtet wie Sau schon wieder. Und wenn man den versucht locker zu halten, das hilft ungemein gegen Schins. Das macht man dann auf jeder Seite. Natürlich wesentlich länger als ich jetzt. Und ja, das hilft. Ich habe jetzt natürlich wieder angefangen mehr zu laufen, klar. Ich bin jetzt in meiner 6. Woche. Bin jetzt wieder so auf 60, 65 Kilometer hoch. Bin ich sehr zufrieden mit. Und ja, ich hatte auch schon wieder leider das Anzeichen von Shinsplits. Dann habe ich das gemacht und 2 Tage später war es weg, komplett. Und ich habe auch gemerkt, dass es so verhärtet war, dass der Fuß anstatt so aufgekommen ist, also wirklich über die Außenkante mehr abgerollt ist, habe das Ganze gelockert, hilft extrem. Also als kleinen Tipp für euch, gegen Shinsplits auch immer schön den Bereich hier locker halten und versuchen, die Verhärtung rauszukneten. Okay, so viel zu meiner kleinen Routine. Okay, das soll es auch schon wieder gewesen sein für heute. Ja, ist jetzt die 2. richtige Trainingswoche nach Trainingsplan wieder. So richtig funktionieren tut es auch nicht. Also ich muss schon noch stark adaptieren. Unterm Strich setze ich mich abends aber hin und versuche zufrieden zu sein mit dem, was ich erreicht habe. Und positiv nach vorne zu blicken.
Ja, habe bei Strava neulich mal einen kleinen Text dazu geschrieben, wie sich so ein Tag entwickeln kann. Da kam ganz gutes Feedback von euch. Danke dafür nochmal. Und ja, rückenblickend auch nochmal auf die letzten Rennen. Hamburg war ja auch wieder spannend. Athlet ist von mir gestartet, hat eine super Zeit hingelegt. Bin ich sehr stolz drauf. Also ja, es passiert viel, auch wenn ich jetzt keine Videos hochgeladen habe oder produziert habe. Hinter den Kulissen passiert viel. Eine Athletin von mir gewinnt ein Rennen nach dem anderen. Bin ich auch stolz wie Bolle. Also ich bin trotzdem sehr involviert in die ganze Szene. Bin auch super happy über Philipps super Platz bei der EM. Und ja, ich bin froh, dass wir so viele deutsche, gute Profi-Triathleten oder Triathleten allgemein haben. Und das macht mich doch sehr stolz und zufrieden. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Werde jetzt wieder ein bisschen mehr Trainingscontent produzieren. Und wenn ihr Fragen habt zu irgendwas oder Tipps zur Bandscheibe, lasst es mich wissen. Ich nehme jede Hilfe gern an. Und dann bis zum nächsten Mal.